別も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde des Battle Royals? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Ja, und gestern ist leider Battle Royale ausgefallen, weil nach der Aufnahme einfach mein PC abgestürzt ist und ja, dann konnte ich halt kein Battle Royale aufnehmen und dementsprechend kann ich euch leider quasi heute nur den dritten Part anbieten. Ich werde zwar trotzdem den zweiten Part dran schreiben. Moment, ich muss nochmal eben hier, bin mir ein wenig zu blass. Kann ich euch heute leider nur den dritten Part sozusagen anbieten, werde aber trotzdem halt Part 2 dran schreiben und ja. Ich habe das Team nochmal etwas umgestellt, ich habe jetzt einen Senkai-Buff reingetan. Es ist eigentlich ziemlich komisch, dass dieser Kaioken-Goku als Universum-Repräsentant gilt, because er ist halt aus der Gott der Zerstörung Champa-Saga. Und es ergibt gar keinen Sinn, warum man diese Charaktere mit reinnimmt, es sei denn, die wollen demnächst nochmal Charaktere aus dieser Saga machen. Da würden sich natürlich vielleicht ein LF-Hit anbieten, vielleicht aber auch ein Sparking Kaba, der halt gegen Ende zum Super Saiyan wird oder so, oder als Revive Super Saiyan, keine Ahnung. Eigentlich hat er ja danach verloren, aber das ist Dragon Ball Legends. Oder ein Frost wäre da interessant, ein Transforming Frost vielleicht. Mal schauen, bin ich mal gespannt drauf. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare und wir gehen jetzt ins PvP. Ich bin mal gespannt, ob wir so mehr reißen können, weil, also ich habe übrigens auch nochmal den Jiren reingetan, das habe ich gestern eigentlich im Video gesagt, aber das ist ja nie aufgetaucht. Ich habe ihn auch noch einmal gezogen. Happy Birthday, ich habe noch einmal den Ultra Instinct gezogen, den lilanen, und den Jiren, weil ich noch zweimal in das Banner reingegangen bin, weil ich wollte tatsächlich C17 haben, weil der doch ziemlich gut ist. Und, oh Wunder, Dragon Ball Legends hasst mich. Deswegen ist jetzt Jiren auf dem Anführerplatz, damit ihr die Buffs noch von Vegeta bekommt. Und ich muss mal gucken, ob das jetzt funktioniert, weil ich weiß gar nicht, wen ich dafür rausgetan habe. Freezer, also fernere Fernverteidigung, ist dann jetzt weg. Aber da das Team eher ein bisschen schlagangriffsorientiert ist, sollte das... Nein, eigentlich ist es fernangriffsorientiert. Egal. Auf geht's. Okay. Ah, schade. Aber jetzt irgendwie eine kleine Verzögerung hinter. Sehr schön. Deutlich. Autsch. Jiren wird das überleben. Hoffe ich. Wird zwar nicht genug Schaden machen, aber... Okay, jetzt wird es genug Schaden machen. Immer so ein bisschen ärgerlich. Deswegen spiele ich auch mal gern zwei Endurance, weil niemand kann das safe überleben. Nein.
warum? Warum? Digga, wer kommt denn darauf, dass sie direkt Blast macht? Mann! Ich wollte gerade so sagen, it's time to end this, aber. Hat es mir vorweg. Das kann jetzt übel enden, weil er hat den C17. Das heißt, wann immer ich einen Spezialangriff oder eine Ulti mache, werden meine Buffs weggenommen. Und ich habe bei Gohan gemerkt, dass es extrem viel ausmacht. Deswegen ist C17 ziemlich ekelhaft. Muss natürlich immer perfekt nämlich sein, was auch sonst. Die manchmal trotzdem noch ausweichen können, ne? Ich check das nicht. Dein Scheiß Ernst? Das ist auch schon wieder so asozial, ne? Das habe ich letztes Mal schon gemerkt, als ich gegen einen C17-Spieler gespielt habe. Der hat einfach Instant Rising Rush. Ja, was soll ich da machen? Ich komme gar nicht auf die Geschwindigkeit, die der hat. C17 ist einfach unfair in der aktuellen Meta, weil alle Units vorher darauf ausgelegt wurden, mit Ultis oder sonst was Schaden zu machen. Und jetzt kommen die mit so einer Scheiße. Was war das denn jetzt für eine Verzögerung, bitte? Das Schlimme ist, ich kann nichts machen. Ich komme nicht aus den Kombos. Deswegen, dieser Battle Royale ist so unfair. Wenn einer C17 hat oder so, der ist einfach so voll im Vorteil. Auch jetzt, warum leckt der jetzt? So unfair, dass der einfach trotzdem einfach noch ausweichen kann. Aber ständig Perfect Vanish haben die ganzen Gegner, ne? Nein! Warum kann er denn schon wieder ausweichen? Der ist doch gerade ausgewichen. Ja.
Jetzt mal ganz im Ernst. Was soll ich da machen? Ich habe halt legit keine Chance gegen den. Das ist auch so asozial. Der Gegner, ohne Scheiß, letztes Mal auch schon, der hat immer zweimal Rising Rush. Immer. Als ob es nicht reicht. Also selbst wenn er durchkommt, hat er zweimal Rising Rush. Als ob es nicht reicht, dass ein Rising Rush schon viel zu unfair ist. Nein, der Gegner kriegt zwei. Und Dragon Ball Legends so, ja, das ist völlig in Ordnung. Das ist genau das, was wir wollen. Ohne Scheiß, die Macher sollte man eigentlich verklagen dafür, wie unfähig die sind. Oh, das ist so traurig, ne? Das ist wieder der beste Beweis dafür. Du kannst nicht gewinnen in Dragon Ball Legends, wenn du nicht die neuesten Charaktere hast. Weil allein die Annullierung durch Ultis und Spezialangriffe, die seit letztes Jahr so krass aufgebaut wurden, ist einfach schon unfair. Ich bin immer ein Freund dafür, dass Endurance überleben soll und so weiter. Aber was soll jetzt jemand machen, der kein C17 hat? So, der ist einfach maximal aufgeschmissen. Der hat sich die krassesten Units letztes Jahr geholt mit Gogeta, mit Gohan. Und dann machen die jetzt so, ja, schön, dass ihr die geholt habt. Schön, dass ihr euer Geld vielleicht auch noch dafür ausgegeben habt. Jetzt fickt euch ins Knie und wir machen das annulliert. Und wir machen mit dem Charakter sehr viel Schaden. Und ihr könnt ihn nicht töten, einfach so wie vorher. Geil. Danke, Dragon Ball Legends. Vielen Dank. Besonders, weil ich den nicht ziehe. Ganz toll. Ja, was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wie immer kann ich nur ausrasten bei solch viel Dummheit, die diese Entwickler an den Tag legen und Undankbarkeit gegenüber ihren Fans. Von meiner Seite aus war es das erstmal. Heute Abend gibt es dann Killing Bytes Sunday Live und ich sage bis dann und ciao. Dragon Ball.